Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 5 von 5. Beim Cheaten wurden wir nicht erwischt. Wir sind von hier nach dort oben gesprungen mit Magie. Und ja, jetzt ist der Plan, besuchen wir Grün einfach. Schreien alle nicht nur Hepp, auch auf meine. Ich kann verschiedene Verbesserungen eher merken, wenn ich diese Schlacht bekomme. Okay, nett. Brauchen wir aber nicht. Nicht zwingend. Wir erkunden hier nochmal die Seite von ihm und dann ist es gut. Türkiser Spieler wird wahrscheinlich so alle 2 Wochen hier eine Armee losschicken, befürchte ich. Muss ich halt drauf achten. Und mir auf den Geist gehen. Ah, sehr gut. Mehr ist es nicht. Er geht mir halt auf den Geist. Ich brauche halt Gold. Gold ist so wichtig. Deswegen muss ich dem sein Schiff klauen. Hm? Hm. Oder wir reden jetzt einfach wieder mit dem. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir gehen wieder an Land. Weil jetzt ist es getriggert, dass ich anscheinend mit dem reden soll. Und red mit ihm. Weil davor war irgendwas mit Gorg. Ah, seht her. Niedrig, niedrig. Schauen wir mal, was passiert. Nichts. Aber da ist wieder eine ganze Produktion. Ist immer dieselbe Größe, wie es aussieht. Verlangsamung auf. Wer hittet mich meistens wenigstens einmal? Die Zyklopen. Okay. Was? Wieso kamen die mal dran? Das ist hier schief gegangen. Hm. Warum komme ich denn dran? Warum komme ich so spät dran? Auch frech. Hm, die können jetzt nichts machen. Das ist nicht immer dieselbe Truppe. Merke ich gerade. Wir haben diesmal keine Paokai oder Giftviecher. Dementsprechend ist es eine schwächere Gruppe. Wow. Das hat wehgetan. Das hat so richtig wehgetan. Hm. Hau mal die weg. Die kannst du nicht. Doch, die hättest du auch töten können. Aber so geht's auch. Ich mache mir halt jetzt ein bisschen Sorgen, dass die Kampagne vielleicht kaputt ist. Kaputt gemacht ist durch mich. Weil jetzt triggert ja nichts mehr. Hm. Wir holen uns einfach jetzt den grünen Spieler. Und dann passt es schon. Hoffe ich mal. Türkiser Spieler. Okay, alles gut. Einfach weiter reisen, 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 reisen. Wieder wen? Eine Sirene. Okay. Ja, doch, theoretisch kann ich dann landen. Ey, jetzt kommt der. Was? Jetzt schon? Oh Gott.
Das ist nervig. Tja, und ich kann es nicht verhindern. Oder ich werde es diesmal nicht verhindern. Weg mit dir. Das Buff-Gebäude hole ich mir gerne. Okay. Chip, 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 chip. Das Problem ist, der hat jetzt eine Armee. Und wird jetzt auf mich zumarschieren. Und ich habe kein Gold daheim, um das zu verhindern. Naja. Häuptling Mangu, dein Stamm ist schwer zu finden. Ich komme im Namen des neuen Khans. Schamanin Kujin, Traumwandlerin. Land ist gefährlich hier. Dunkle Elfen suchen Gewässer heim. Orks sind stark jetzt mit starkem Khan. Folge uns, dann Orks bereisen frei Mutter Erdes Wege. Dann folgen wir. Sehen wir uns den neuen Khan an. Aber zuerst gibt es großes Fest. Ja. Letos. Mäßiger Gegner. Sowas wie Stadtportal gibt's ja hier nicht. Fallhallen. Ich frage mich jetzt. Der wäre irgendwie sowas wie ein Wächter gewesen. Macht der jetzt was? Der Letos? Oder nicht? So, wie sieht's mit den Quests aus? Es fehlt nur noch. Redet mit den Clanhäuptlingen im Norden. Ja, okay, das sind vier. Ja, jetzt fehlt ja nur noch der eine. Prinzipiell. Ja, wobei, wenn wir schon hier sind, dann können wir uns wegen umschauen. Wenn der zu nah an die Stadt kommt, werde ich in der Stadt aufrüsten. Beziehungsweise, wenn er jetzt an die Stadt kommt und ich bin halt nicht da. Letos wird nicht getriggert. Das ist super. Ein Artefakthändler? Nee, danke. Gibt's hier Buff-Gebäude? Das will ich jetzt gerade mal schauen. Tatsache. Da ist was. Auch an dem habe ich mich vorbeigeschmuggelt, an Letos. Das ist wahrscheinlich auch nicht beabsichtigt, muss ich zugeben. Ich mache hier schon Tricks und ich scheiß schon, wie es geht. Okay, der will's wissen, vermutlich. Der will's da wissen. Soll er versuchen. Okay. Wie sehen denn die Armeegrößen aus? Hohe Gefahr. Das ist nicht gut. Halt, ich kann ja noch Truppen anwerben. Ich bin ja noch nicht ganz verloren. Ich kann ja noch Geld erwerben. Dann wird schon irgendwie kloppen. Hoffe ich. Wenn nicht, theoretisch muss ich ja nur noch mit dem Khan reden. Ich schaue ja nur noch, ob hier irgendwelche Buff-Gebäude sind, die ich gebrauchen könnte. Wenn nicht, dann bin ich ja schnurstracks auf dem Weg nach unten. Naja. Wie sieht's jetzt aus? Immer noch hoch. Wird nicht schön. Das wird nicht schön! Oh, halt. Kein Gold mehr. Naja. Was? Ihr wollt kämpfen? Ihr wollt kämpfen. Warum wollt ihr das? Das Dumme ist halt, wenn ich ewig warte, dann wird es halt auch nichts mehr mit den Blumen hier. Dann wird halt auch nichts mehr aus dem Spiel.
Und so langsam geht mir die Mission auf den Geist. Von daher möchte ich so schnell wie möglich schaffen. Außerdem bin ich schon Max-Level. Nur noch Buff-Gebäude brauche ich. Mehr nicht. Okay, mal wegen beeilen. Sind sie jetzt Fernkämpfer? Ich habe jetzt Fernkämpfer hier. Schlechte Fernkämpfer. Ja, kommt mal, bewegt euch. Also. Ich komme nicht zu denen hin. Ich komme nicht zu denen hin. So, weg mit dir. Weg mit dir. Geh doch. So. Los geht's. Das will ich. Angriff, natürlich. Was gibt's hier noch? Was ist das? Nein. Nicht notwendig. Nicht notwendig. Was haben wir hier? Was ist das? Wartet. Ah, ich muss laden. Laden. Das machen wir anders. Auto speichern. Ah, Mist. Ich mache Autokampf an. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf den Kampf. Das ist einfach so ein repetitiver, nerviger und außerdem sind die jetzt schwächer dort unten. Hat ein schneller Kampf aktiviert? Ah, Mist. Ich habe Übernehmen nicht gedrückt. Ich möchte doch bloß hier mal schnell vorankommen. Es nervt mich hier langsam, diese Mission. Es ist halt nervig mit so einem Gegner, der immer wieder auftaucht. Immer wieder auftaucht. Also ich weiß, dass dort unten nichts ist. Dann kann ich direkt hier hingehen, falls da was ist. Da ist ja irgendwie... Oh ja, das ist gut. Das nehme ich. Bin mal gespannt. Schneller Kampf. Oh. Ja, das war... deswegen... ich verzweifle gerade. Ich habe ja keine Truppen gerade gehabt. Tja. Ist schneller Kampf noch aktiv? Ich hoffe es. Ja. So. Also, das wird gemacht, passt. Das wird gemacht, passt. Das wird gesammelt, schön. Dahin wird gelaufen, auch schön. Mhm. Mhm. Eine Kreatur wurde wiederbelebt. Auch schön. So, hier. Alles traden für Gold. Und dann... alles an möglichen Truppen kaufen. Und dann schauen wir, was der Autokampf bringt. Das ist immer noch wahrscheinlich kritisch, der Kampf. Aber schauen wir einfach mal. Okay. Mhm. Ach so, jetzt habe ich keine von den großen Rohstoffen mehr. Na egal. Dann schauen wir mal, wie es jetzt ausgeht. Sieg! Ah, das ist doch super. Ich habe zwar fast... ich habe fast alles... also, das ist bestimmt fast alles. Aber er hat gewonnen. Und dementsprechend ordentlich Erfahrungspunkte jetzt bekommen. Das ist gut. Weil dann wird der nächste Kampf einfacher. Expert Blood Magic. Jo. Hm. Basic War Machine. Advanced Ballista, okay. Archery. Flaming Arrows. Okay, der nächste Kampf wird deutlich einfacher für ihn. Wissen ist bei ihr sinnvoller. Das andere nicht. Oh cool, er hat gewonnen. Also ich habe zwar kein Geld mehr, aber er hat gewonnen. Das habe ich schon besucht, ja.
Wenn ich schon mal hier bin. Gönnung. Ja, Gönnung. Letus. So witzig. Aber es ist witzig, wie einfach man das Spiel umgehen, also den geskripteten Weg umgehen kann. Weil prinzipiell habe ich mir jetzt in dem Fall jetzt keine Mühen gemacht. Ich konnte hier landen. Ja, was ist... Das, ja, ja. Jetzt muss ich halt noch mit dem reden wahrscheinlich. Dam, da, dam, da, dam. Also ich hoffe, jetzt kann ich mit dem reden. Wenn nicht, dann... Ja. Dann... ist scheiße gelaufen. Und man kann ja davon ausgehen, dass man so rummacht, oder? Rein theoretisch. Als Entwickler könnte man das schon erwarten, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde es schon. Schauen wir mal. Jetzt? Oh nein. Oh nein, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ah! Shit. Ich muss den ursprünglichen Weg gehen. Ja, mit dem Häuptling, hier ist er. Ich habe mit ihm geredet, schon längst. Entweder ich finde jetzt eine Möglichkeit, das Skript zu aktivieren, also das wird... Geredet habe ich mir jetzt mit allen. Aber die Quest schließt mich ab. Nicht mehr ab, weil ich vermutlich jetzt den falschen Weg gegangen bin. Das bedeutet, ich muss jetzt den ganzen verfluchten Pfad nochmal spielen. Wieder zurück, wo ich den Fehler begangen habe, mich dort hoch zu teleportieren, beziehungsweise mit dem geredet habe. Ich kann ja theoretisch mich hoch teleportieren. Ja, wobei, glaube ich noch. Ich glaube, die Szene hier hat es kaputt gemacht, weil da war dieser Gorg. Der Gorg war ja die stärkste Truppe von dem und den sehe ich nirgends. Wahrscheinlich hätte ich da gegen diesen Gorg kämpfen müssen und hätte dann zum Häuptling gehen können. Weil ich es aber nicht weiß, dass es so ist, muss ich jetzt leider an einen Speicherpunkt zurückspringen, wo ich das nicht gemacht habe und alles wieder von vorne machen. Das mache ich natürlich offscreen und wir sehen uns hoffentlich dann wieder, wenn ich an dieser Stelle bin, allerdings richtig. Na gut, bis gleich. So, ich habe jetzt alles nochmal durchgespielt, den normalen Weg gegangen. Ich habe eine ewige Zeit gewartet. Er hat eine riesige Armee, mit der er wunderbar den sozusagen, den Helden Schachmatt setzt, weil solange man die nicht bekämpft, kommt er nicht dauernd wieder. Das ist der Trick. Wenn ich nichts mache und einfach eine riesige Armee dort oben stehen habe, dann bleibt er auch die ganze Zeit nur stehen. In der Zwischenzeit habe ich dann ewig gewartet, Monate gewartet, also Ingame-Monate gewartet, bis ich mit ihr eine ordentliche Armee auf die Beine gestellt habe. Und schaut mal, das ist schon eine Besonderheit, dass ich mal das komplette Inventar voll habe mittlerweile. Was auch passiert ist, ich habe einen Gedächtnismentor, also ein Gedächtnismentor hier oben, den da getroffen. Und bei dem meine Skills so verändert, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe diese hässlichen Enlightenment-Skill komplett verlernt. Komplett. Absolut losgeworden. Ich habe diesen Goblin-Support gelernt. Das ist alles ganz, glaube ich, normal gewesen. Aber ich habe die Triple Ballista mit Feuer-Arrows. Das habe ich noch dazu. Scouting und Pathfinding habe ich noch zusätzlich gelernt. Yes, jetzt habe ich einen Chieftain, der mit einer Balliste alles niedermetzelt. Das freut mich dann in den nächsten Missionen,
Wenn ich mit ihr starte, dann kann ich die Standard-Mobs am Anfang locker vernichten. Und mit dem Scouting-Skill, da ist ja hier auch einiges geboten. Oh ja, dort unten der Town. Den muss ich noch holen. Waffgebäude sind wichtig. Auch für weitere Missionen. Gut, dann hoffentlich triggert jetzt was auch immer triggern muss. Seht her. Seht her, der war vorher nicht da. Der ist weg gewesen. Mäßiger Gegner, Gorg, das ist der Endgegner. Der will mit mir spielen. Hey, hässliche Schamanin, wirkt Zauber anderswo. Wir brauchen nur die Knochen von... Ja, und jetzt will er mit mir kämpfen. Jetzt darf er auch gegen mich kämpfen. Davor ist er nämlich verschwunden gewesen. So, ich habe eine riesige Armee. Ich weiß auch, warum die sich nicht mehr so schnell oder so weit bewegen konnten. Das heißt, liegt ja an einem meiner Items, dass sie nicht so weit bewegen können. Aber das ist irrelevant. Mäßiger Gegner. Schauen wir mal. Erstmal, alle werden gebufft. So ist es richtig. Warum das nicht klappt, weiß ich immer noch nicht. Egal. Das ist nicht so relevant. Ich will den verlangsamen. Der ist nämlich lästig. So, meine Triple Ballista, die wird halt jetzt immer stärker, je mächtiger ich werde. So ist es. Und wenn ich Luck will ich als nächstes auch noch, dann wird sie noch stärker. Ich will... Wen will ich denn bekämpfen? Ich will... Schwierig. Die? Die Balliste muss halt jetzt Attack und... Ich glaube, durch Attack und Wisdom wird sie stärker. Das brauche ich halt jetzt die ganze Zeit. So. Wen töten wir zuerst? Wir haben ja die freie Auswahl. Dann töten wir die Mädels. Und weg. Ich kann nicht werfen, dementsprechend schlage ich. Oder schieße ich. Das ist der letzte Kampf, da kann ich all in gehen, da haue ich einfach alles auf die drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Als nächstes mache ich die weg. Shooter, eliminieren Shooter. Spürt die Wut der Horde. Cool. Hoppa. Und tschüss. So. Hier, schön. Oh, das war gut. Das war gut. Der noch. Und jetzt ist nur noch... Ist ja nur noch der da übrig. Und der kriegt einen Hit so auch schon ab. Oder? Ich glaube, da ist niemand weiteres mehr übrig. Jetzt weiß ich auch, deren Attacke hat keinen Retaliation, wenn verlangsame Truppen sie angreift, aber normal nicht. Also ist die andere vielleicht doch besser. Naja. Das war's. Rüde Orks beten heute zu einem Eimer. Jetzt ist es leicht, in Bartals Stadt zu kommen. Ich weiß es nicht, was er meinte. Aber jetzt können wir zu dem hin. Jetzt können wir zu dem hingehen. Schamanin Kujin. Hey, wir folgen Khan Kurob nicht. Unsere Schamanin sieht Schlimmes aus. Wir warten auf neuen Khan. Ah, darum kämpft ihr gegen uns. Besser erst reden, Häuptling Bartal. Kurob starb, als er Sklaven befreite. Gotai ist neuer Khan. Gotai? Neuer Khan? Muss Schamanin sprechen. Wenn wahr, wir folgen Gotai. Gehen mit Kujin. Ich werde deine Schamanin lehren, die Knochen besser zu lesen. Aber ich sehe auch die Zukunft.
Sie sagt, wir feiern ein großes Fest. Hab Dank, Mutter Erde. Es ist vollbracht. Die Clans folgen Gotai. Er wird ein großer Khan. Juhu. vielleicht was noch dazwischen passiert ist, als ich hier durchgegangen bin und ein Schiff bestiegen habe, wurde der violette Spieler aktiv. Konkret, hier waren zwei Piratenschiffe mit ordentlich Truppen, ein Waldelfen- und ein Dunkelelfenarmee, glaube ich. Die kamen halt auf mich zu und ich habe sie fertig gemacht. Und Letos haben wir hier am Anfang, da unten links, seht ihr es auf der Karte? Letos war ja da als Wächter vom grünen Spieler eigentlich angesiedelt. Weil hier kann man gar nicht, man hätte gar nicht durchsegeln können. Also ich hätte gar keinen anderen Weg gehabt, normalerweise, als da außen rum. Und dann hier ein Schiff beschwören, um hier runter zu fahren. Dementsprechend, hier war Letos. Als ich ihn vor ihm stand, hat er auch ein, zwei Worte oder zwei Sätze halt zu mir gesagt. Aber das war irrelevant. Er hat was für irgendeinen Spruch gebracht hier. Das, ja, war eigentlich bloß Pirat. Also er wurde auch als Pirat beziffert als Gegner. Oder benannt. Dementsprechend, das war jetzt nichts Spektakuläres, sonst hätte ich es mit reingeschnitten. Aber nee, war nichts Besonderes. Dementsprechend. Ja, endlich geschafft. Damit zweite Mission und angeblich schwerste Mission geschafft. Kujin ist ein Superheld jetzt. Mit ihr würde ich liebend gerne die weiteren Missionen bestreiten. Mit der Triple Ballista, wenn ich jetzt jedes Mal mehr Attack bekomme, wird die Triple Ballista auch immer brutaler. Und ja, wenn ich noch Luck bekomme, dann wird die Triple Ballista noch viel, viel stärker. Und dann läuft es richtig gut. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.